So, nach langer Zeit wieder mal ein Video über alte analoge Fotokameras. Diesmal geht es um die Zeiss Ikon Super Ikonta 531. Die wurde 1937 auf den Markt gebracht. Da ist sie zu sehen. Ich werde sie nur noch mal kurz aus dem Bild rausnehmen, weil ich sie in den Originaltransportzustand versetzen will. Also, die Kamera ist mal kurz weg. Ich klappe sie hier auf geheimnisvolle Art und Weise zu. Und da ist sie auch schon wieder. So sieht sie aus, wenn sie unterwegs mitgenommen wird. Schon mal so ein Rundumblick. So, und wenn ich die Kamera jetzt zum Fotografieren öffnen will, dann geht das hier mit dieser Taste. Ich muss immer aufpassen, dass hier die Kamera in Bildmitte ist. Ich drücke jetzt hier mal rauf. So, und da ist sie von alleine aufgesprungen. Einmal ist das Objektiv mit dem Balken nach vorne gesprungen und hier oben gleichzeitig auch der Sucher mit herausgekommen. Man kann bei der Kamera hier vorne einen kleinen Hebel umlegen und dann ist sie für Stehaufnahmen auf dem Tisch zum Beispiel gut geeignet. Was jetzt noch fehlt, ich mache das mal hier wieder rein, was jetzt noch fehlt, ist das Ausklappen des Entfernungsmessers. So, nun ist die Kamera betriebsbereit. Und ich gehe mal zum Anfang ganz kurz auf die technischen Daten ein. Also die Kamera hat ein Nova Anastigmat als Objektiv mit der Blende 3,5 und der Brennweite von 7,5 cm. Hier vorne ist das Objektiv gut zu sehen. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran und hoffe, dass die Schärfe noch ausreicht. Ja. So, das war das Objektiv. Falls ich hier bei der Vorstellung ab und zu kurze Sprechpausen mache, dann liegt es daran, weil ich immer noch Standbilder mit einblenden will. So, dann gehen wir mal auf die Details der Kamera ein. Als erstes zeige ich mal auf der Rückseite, wie man einen Film einlegen kann. Das ist jetzt hier vor der Kamera ein bisschen kompliziert. So, geht so. Noch ein Zettelchen liegt drin. So, so sieht die Kamera von innen aus. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Ja. Hier kommen die Filmrolle rein und hier ist die Aufwickelseite. Man nahm damals hier solche Rollfilme. Ich habe hier mal einen Musterfilm, der schon belichtet ist, den ich so für Vorführung gerne nehme. Das legt man denn hier entsprechend ein. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man hier die Kamera so dicht vorm Kopf hat. So, im normalen Leben geht es einfacher, ja. So, die Rolle ist jetzt hier drin. Hier sind Gleitrollen, an denen wird der Film vorbeigeführt. Dann wird hier oben der Film hier in den Schlitz eingelegt. Und da muss ich hier mal ein bisschen drehen. So, da kommt er. Dann kommt der hier rein. So, zack. Und dann zieht man hier entsprechend nach, bis hier mal so einmal rum ist. So, und nun kann ich die Kamera schließen und das Filmfensterchen wird aufgemacht und man dreht dann so lange, bis hier die 1 erscheint. So, ich gucke hier so mal schräg rauf, ob ich es sehe. Da müsste es jetzt gleich
kommen. So, da ist es eingestellt. Man macht dann den Schieber zu und die Kamera ist betriebsbereit für die erste Aufnahme. Eine gewisse Besonderheit bei der Kamera ist dieser Sucher, der nennt sich Albada-Sucher, ist eine gewisse Besonderheit, weil der ein großes Sucherbild bietet. Nach Jahrzehnten ist das so ein bisschen mehr bläulich eingefärbt, so dass man heute etwas schlechter durchschauen kann. Damals war es ein Teil der modernen Technik. So, hier habe ich das aufgezogen und man sieht da die rote Marke, oder ich hoffe, dass man die sieht, als Indiz dafür, dass die Kamera betriebsbereit ist. Man blickt hier durch den Sucher und könnte dann fotografieren. Aber wir kommen zur Besonderheit der Kamera, nämlich der eingebaute Entfernungsmesser. Heute hat man ja an Kameras digitaler Art Scharfeinstellautomatiken, das gab es hier damals noch nicht. Das ging mit einem eingebauten Entfernungsmesser und zwar blickte man hier rein, nicht in den Sucher, sondern dort. Und wenn ich das umdrehe, sieht man von vorne die Beinöffnung für den Schnittbildentfernungsmesser. Dieses Teil hier vorne ist Bestandteil dieses Messsystems, nämlich anhand dieses kleinen Teils hier kann man die Entfernung dann einstellen, indem man hier hinten durchblickend an diesem Rad so lange dreht, bis in dem Entfernungsmesserfensterchen das Bild sich deckt und dann hat man exakt die Entfernung eingestellt. Das war in diesen Jahren damals wirklich eine technische Erleichterung, weil die Entfernungsschätzung vielen Leuten doch ganz schön Schwierigkeiten machte. So, ich gucke mal, ob der Verschluss gespannt ist. Ja, es ist der Fall. Dann schaue ich hier auf diese Seite mal rauf, ob ich hier was erkennen kann. Ja, zum Beispiel, jetzt ist die Blende 8 eingestellt. Man kann hier mit diesem Rad kann man die Blende der Kamera einstellen. Und wenn ich hier nochmal umdrehe, hier oben dieser Teil, der ist dafür da, die entsprechende Verschlusszeit, nämlich von einer 300stel Sekunde bis zu einer Sekunde und Zeitaufnahme einstellen zu können. Die Entfernung konnte man von 1,20 Meter bis unendlich wählen. So, dann drücke ich mal hier auf den Auslöser. Vielleicht lassen wir mal einen Blick von vorn rein, aber ich glaube, das kann man dann kaum erkennen. So, ich drücke jetzt mal hier rauf. So, und da hat die Kamera ausgelöst. Und ich würde jetzt wieder, indem ich jetzt hier das Filmfenster einstelle und gucke, ob dann das nächste Bild kommt, dann drehe ich hier mal. So, da sind wir. Sicherheitshalber das Fensterchen wieder zumachen. Nunmehr hier vorne den Verschluss spannen und ich bin bereit für die nächste Aufnahme. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob ich alles erwähnt habe zur Kamera. Eigentlich ja. Baujahr hatte ich gesagt, die Kamera ist im Familienbesitz. Meine Mutter hatte die 1937 gekauft und ihr ganzes Leben lang benutzt. So ab 1960 in etwa habe ich die auch mit benutzt und Fotos gemacht. Ich zeige nachher nochmal einige Standbilder als Musterbilder aus der Zeit um 1937, wo die Kamera im Einsatz war. Wenn man die Kamera wieder schließen wollte, das ging dann umgekehrt, man klappte hier zu, machte hier oben den Sucher rein und konnte jetzt hier mit den Daumen raufdrückend die Kamera einführen. Es ist ein schickes Design, viel Chrom an der Kamera führt heute dazu, dass man viel putzen muss, damit der Chrom immer schön glänzend bleibt. Aber das ist schon ein feines Stück. Die Firma Zeiss Ikon gehörte damals zu den Spitzenfirmen. Die haben gute Kameras gebaut, die im Prinzip ja noch bis heute funktionieren. Und weil es so schön war, lasse ich das Ding nochmal rausspringen. Ah, das macht doch schon was her. Das schöne Stück hier.
Ja, eins habe ich noch vergessen. Die Filmzahl oder Bilderzahl ist 16. Also man konnte auf so einen Rollfilm 16 Aufnahmen machen. Mit einer 6x9 Kamera. Dieses Format war damals üblich, ging es also nur mit 8 Fotos. Und hier hatte man schon die doppelte Zahl. Die Negative waren etwas kleiner. Oft wurden die Bilder damals auch als Kontaktkopien hergezogen und man konnte tatsächlich auf 4,5 x 6 cm noch ganz gute Ergebnisse erzielen. Ja, das war's mit der Vorstellung. In der Videobeschreibung mache ich noch einen Link auf mein Forum, nämlich im Blende- und Zeitforum. Dort wird die Kamera auch im Detail nochmal vorgestellt. So, nochmal kurz nachdenken. Alles erzählt. Ja. Und anschließend kommen gleich noch so ein paar Musterbilder und vielleicht auch noch ein paar Standfotos. Wenn es gefallen hat, wäre es gar nicht schlecht, mal den Gefällt mir-Button zu drücken. Schadet nichts und würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal.